Hallo liebe Kinder, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu dieser Online-Kinderstunde. Ich bin die Lilly und ich begrüße euch heute aus Eppingen. Ich lebe aber mittlerweile in Tuningen. Genau. Und heute ist ja ein ganz, ganz besonderer Tag. Heute ist Ostersonntag und ich denke, viele von euch wissen wahrscheinlich, was an Ostersonntag passiert ist, ja? Wir denken ja heute ganz, ganz besonders daran, dass Jesus auferstanden ist, ja? Und wir werden gleich noch mehr dazu hören, was sich so zugetragen hat danach. Aber wir wollen am Anfang doch noch mal zusammen einfach beten und bitten, dass Gott dann mit uns ist. Lieber Heiland, ich danke dir für den schönen Tag, den du uns geschenkt hast. Ich danke dir, dass wir an diesem Tag ganz besonders daran denken dürfen, dass du auferstanden bist, Herr Jesus, dass du Sieg hattest über Tod und Hölle. Danke dir von ganzem Herzen, dass du unsere Sünden auf dich genommen hast und dass du uns ja ein reines Herz geschenkt hast. Ich danke dir, dass wir immer zu dir kommen dürfen und dass du immer bei uns bist. Bitte segne die Kinderstunde, auch die Sonntagsschule und bitte segne auch ganz besonders die Kinder. Ich danke dir für alles. Amen. Ja, am Anfang werden wir wie üblich auch zusammen noch ein Lied singen und falls ihr das Lied noch nicht kennt, das wird wieder unten dann eingeblendet, der Text. Christus ist auferstanden, freut es in allen Landen. Lasst uns auch fröhlich singen und Halleluja singen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Zu früher Morgenstunde gab die Kunde, der Herr ist auferstanden, sagt's laut in allen Landen, Halleluja, 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 Halleluja. Er hat den Tod bezwungen und mit dem Feind gerungen, er kann uns nicht mehr schaden. Ist auferstanden, freut es in allen Landen. Lasst uns auch fröhlich singen und Halleluja singen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ja, dieses Lied, das war ja ein ganz, ganz fröhliches Lied, ja. Da haben wir immer wieder gesungen, Halleluja, Christus ist heute auferstanden. Aber wisst ihr was, liebe Kinder? Früher, als Jesus gestorben ist, und da hatten die Jünger noch nicht wirklich was zur Freude gehabt, weil die wussten irgendwie gar nicht, dass Jesus tatsächlich auferstehen würde. Jesus hatte es ihnen zwar immer wieder gesagt, aber die haben es damals einfach nicht verstanden. Und deshalb war die Stimmung sehr, sehr gedrückt. Also die konnten sich überhaupt nicht freuen. Und wisst ihr, wenn wir jetzt Karfreitag hatten, am Freitag, wir wissen ganz genau, am Sonntag feiern wir den Auferstehungstag, dass Jesus auferstanden ist. Aber wisst ihr,
die waren wirklich, wirklich traurig gewesen. Und ich erzähle euch jetzt mal so ein bisschen, was sich davor auch so ein bisschen zugetragen hat, ja? Im Hohen Rat, also dort, wo die Pharisäer, wo die Schriftgelehrten und wo die Hohenpriester waren, da gab es unter anderem einen Mann, er war ein sehr, sehr reicher Mann, der hieß Josef. Ja, das war ein ziemlich reicher Mann, der hatte den Herrn Jesus sehr, sehr lieb gehabt. Aber er hat sich immer sehr im Hintergrund gehalten, weil er Angst hatte davor, was die anderen sagen werden, ja, was also seine Kollegen sozusagen sagen werden. Und er hatte ziemlich Angst vor den Juden gehabt. Aber als Jesus gestorben ist am Freitag, da hat er gesagt, nein, jetzt kann ich mich nicht mehr zurückhalten. Und da war noch ein anderer Mann gewesen, der hieß Nikodemus. Der war auch unter den Hohepriestern, unter diesen Leuten gewesen. Der war sogar mal nachts heimlich bei Jesus gewesen. Und die haben sich jetzt gesagt, nein, wir können uns nicht mehr so zurückhalten. Die haben gesehen, wie Jesus gestorben ist und haben erkannt, das ist wirklich Gottes Sohn. Und er hat recht und nicht diese ganzen Hohepriester und nicht unsere ganzen Kollegen, ja? Und deshalb, dieser Josef, der war ja ein reicher Mann, wie ich schon sagte. Und er hatte auch sogar schon sein eigenes Grab gehabt. Das war damals nicht üblich, dass man schon sein eigenes Grab hatte. Er hatte ein ganz besonderes Grab gehabt. Und zwar war das ein Grab gewesen, das in einem Felsen war. Das war eingehauen und dort gab es dann davor auch noch einen ganz, ganz riesengroßen, schweren Stein, den man dann eben, der wäre erst so gewesen und dann hätte man ihn davor geschoben, wenn da jemand drin gelegen wäre. Und in dem Fall hat dieser Josef für sich schon das Grab vorbereitet. Und als Josef das alles gesehen hat, da hat er gedacht, nein, dieser Jesus, der muss ehrwürdig bestattet werden. Die wollten ihn also beerdigen sozusagen, ja. Und deshalb sind die dann einfach zum Pilatus gegangen und haben gefragt, Pilatus, dürfen wir Jesus vom Kreuz runternehmen und dann beerdigen? Dann hat der Pilatus gesagt, ja, dürft ihr machen, aber nur, wenn Jesus auch wirklich tot ist. Der hat sich dann vergewissert bei den Soldaten, dass Jesus wirklich gestorben ist. Und so durfte dann Josef sozusagen Jesus, den Leichnam sozusagen haben, um ihn dann zu bestatten. Und Nikodemus hat ihm dabei geholfen. Die haben dann extra noch Öle und Salben und alles gekauft, damit sie Jesus einbalsamieren konnten. Ja, und so haben die ihn dann begraben, sozusagen. Ja, wisst ihr, die anderen Hohepriester, ja, das waren ja einige, die haben sich gefreut, endlich ist Jesus tot. Die haben sich ja schon viele Tage und viele Wochen schon vorher Gedanken gemacht, ja, wie sie Jesus irgendwie sogar töten konnten, ja. Also die waren richtig, richtig verhasst auf Jesus und die haben sich jetzt alle gefreut, endlich ist er tot. Aber als sie dann gehört haben, dass ihre zwei Kollegen sozusagen, der Nikodemus und der Josef, den Jesus bestattet haben, da haben die plötzlich wieder Angst bekommen. Die haben sich alle zusammengetan, haben sich getroffen extra und haben beratschlagt. Die haben ihn begraben. So, was ist jetzt, wenn jetzt die Jünger eines Nachts kommen sozusagen und Jesus dann rausnehmen und stehlen, dann heißt es, Jesus wäre auferstanden, weil nämlich die haben sich erinnert, dass Jesus, als er mal noch gelebt hatte, dass er gesagt hatte, nach 3 Tagen werde ich wieder auferstehen. Und jetzt haben die Angst bekommen, was ist, wenn das wirklich wahr ist? Und dann haben sie sich gesagt, wir müssen wieder zu Pilatus. Das ist ja auch in Pilatus Interesse. Und so sind die dann wieder vor Pilatus gegangen und haben ihn gefragt, oder haben ihm das gesagt, dieser Verführer, dieser Jesus, als er noch lebte, der hat gesagt, er wird nach 3 Tagen wieder auferstehen. Deshalb, Pilatus, befiehl den Soldaten, dass sie 3 Tage lang vor diesem Grab wachen sollen. Ja, und der Pilatus, der hat dann auch gesagt, nehmt die Wachen und macht damit, was ihr wollt. Nehmt die Soldaten. Ja, und dann haben die sich wirklich starke Soldaten ausgewählt, die sich dann hier vor diesem Grab dann gestellt haben. Aber wisst ihr was? Das hat denen nicht ausgereicht, den Hohepriestern. Die haben sich gesagt, nein, dieses Grab, das müssen wir noch versiegeln. Wisst ihr, was das bedeutet, versiegeln?
Ich erkläre es euch mal. Das war früher so gewesen, zumindest hier bei diesem Fall, die haben eine ganz starke Schnur genommen und haben dann die Schnur an das eine Ende der Wand über diesen Stein bis zum anderen Ende der Wand befestigt. Die haben dann an beide Enden haben die dann sogenannte Siegelerde genommen. Das war dann so eine gewisse Zubereitung einfach, die sie dann einfach an die Wände dann gemacht haben, da und da, damit es haften bleibt, und haben dann noch ein Siegel genommen. Und ein Siegel, das ist so eine Art Stempel zum Beispiel, kann man sich jetzt heute vorstellen. Damals war das so, dass dieses Siegel zum Beispiel ganz besondere Initialen getragen hat. Zum Beispiel vielleicht von Pilatus zum Beispiel, ja, also zum Beispiel ein P. Und das heißt, wenn dieser Stempel irgendwo drauf war, dann war das ganz höchste Priorität. Das heißt, man wusste, okay, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn irgendwo auf einem Brief dann dieses Siegel war, dann hieß es, okay, das ist ganz, ganz wichtig. Und die Hohepriester, die haben auch über diesen Stempel sozusagen, konnten den benutzen und haben dann dieses Zeichen einfach eben auf beide Seiten gemacht. Das heißt, dann eben kein Mensch hat sich getraut, dieses Siegel zu brechen. Wenn das Siegel gebrochen wäre, dann würde es heißen, dass da jemand dran war. Und deshalb haben die sogar das Grab noch versiegelt. Also alles war sozusagen sicher gewesen. Die haben alle Maßnahmen getroffen. Nichts konnte schiefgehen. Niemand konnte an dieses Grab ran. Es war versiegelt und es standen starke Soldaten davor. Andere Menschen hätten sich nicht getraut, dorthin zu gehen. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Egal, wie viele Pläne sich Menschen machen, Jesus ist mächtiger. Jesus ist mächtig und egal auch, was die sich überlegt haben, Jesus ist mächtig und es hat ihn nicht daran gehindert, trotzdem aufzuerstehen. Und zwar war das dann so gewesen, dass ein Engel vom Himmel kam. Ein Engel kam vom Himmel, der war weiß wie Schnee, steht es in der Bibel. Und er war wie ein Blitz, hieß es. Und dazu kam auch noch ein Erdbeben. Und wisst ihr, egal wie stark die Männer, diese Soldaten waren und egal wie erfahren die waren und egal was sie auch schon erlebt haben in ihrem Leben, die hatten furchtbare Angst und sind alle hingefallen, als wären sie tot. Die waren sozusagen wie ohnmächtig, die konnten nichts mehr machen. Die lagen alle nur noch am Boden und konnten nichts mehr machen. Und der Engel, der wälzte den Stein weg, sodass dann das Grab offen war. Und so konnte Jesus auch auferstehen, so konnte Jesus aus dem Grab. Das ist die Auferstehung von Jesus gewesen. Ja, also das alles geschah am dritten Tag, also so wie Jesus auch vorausgesagt hatte, dass er am dritten Tag auferstehen wird. Und einige Frauen, die auch am Kreuz bei Jesus gewesen sind, die haben sich sozusagen auch schon verabredet. Die haben gesagt, wir wollen dann auch zum Grab gehen und dann Jesus auch noch einbalsamieren. Ja, die haben sich dann Sachen auch gekauft, Öle und Salben und so weiter und wollten dann eben zum Grab gehen. Und eine davon war auch Maria Magdalena. Das war eine, die hatte Jesus sehr, sehr lieb gehabt, weil Jesus sie geheilt hatte von ihrer Krankheit. Und sie konnte es nicht abwarten und deshalb ist sie schon am dritten Tag ganz, ganz früh gegangen, als es noch ziemlich dunkel war. Und ist alleine schon zum Grab gegangen und wollte einfach zum Grab, dort, wo Jesus eben lag. Aber als sie dann ankam, sah sie, dass der Stein weggerollt ist. Das Grab ist offen. Wie kann das sein? Und vor lauter Staunen ist sie wieder zurückgelaufen, ist sie zu den Jüngern gelaufen und hat gesagt, ich war beim Grab und das Grab ist leer, da ist niemand drin, das ist offen. Petrus und Johannes, zwei der Jünger, die haben gesagt, okay, die wollen sich auch vergewissern, dass das Grab wirklich leer ist. Die konnten das gar nicht glauben. Die sind dann beide zum Grab gegangen und haben auch selbst reingeguckt und haben gesagt, tatsächlich, das Grab ist offen, es ist leer. Aber die haben sich nur gewundert und sind dann auch wieder nach Hause gegangen. Die haben nicht dran gedacht, dass Jesus gesagt hatte, nach 3 Tagen werde ich wieder auferstehen. Die haben es nicht wahrgenommen.
Ja, und wisst ihr, Maria, die ist aber trotzdem noch da geblieben. Und wisst ihr, sie war so traurig darüber, dass Jesus nicht da drin war. Sie hat angefangen zu weinen. Und dann irgendwann erschien ihr ein Engel, der sie fragte, Frau, warum weinst du? Dann sagte sie, ach, weißt du, mein Herr ist weg. Die haben ihn weggenommen und ich weiß nicht, wo er liegt. Dann hat sie sich umgedreht und dann hinter ihr stand ein Mann. Und dieser Mann, das war Jesus. Aber sie hat ihn nicht erkannt. Sie hat gedacht, es wäre der Gärtner. Und sie weint. Und dann fragt auch Jesus sie, Frau, wieso weinst du? Wen suchst du denn? Und sie sagte, ach Herr, bist du der Gärtner? Hast du ihn weggenommen? Dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will ihn wiederholen. Und Jesus sagte nur, Maria. Und Maria hörte das und verstand sofort, das ist Jesus. Das ist nicht der Gärtner, das ist Jesus. Und sie war so froh und so glücklich darüber, dass Jesus lebt. Und sie war so glücklich. Und Jesus sagte zu ihr, geh zu meinen Brüdern, zu meinen Jüngern und erzähl ihnen, dass ich lebe, dass du mich gesehen hast. Und Maria, die war so froh und ist sofort losgelaufen zu den Jüngern und wollte ihnen erzählen, was sie erlebt hat. Ja, ein wenig später kamen dann noch die anderen Frauen. Die kamen auch zum Grab, weil die hatten sich ja sozusagen wie verabredet. Die kamen auch zum Grab und die haben sich die Frage gestellt, als sie auf dem Weg waren, wer wird uns denn nur den Stein wegrollen? Der ist doch so furchtbar schwer. Aber als sie dann ankamen, sahen sie, dass der Stein weggerollt ist, dass das Grab offen ist. Und sie gingen rein und haben reingeguckt und haben gesehen, da ist niemand, der da liegt. Aber da waren auch Engel gewesen drin, die ihnen gesagt haben, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Der ist auferstanden. Geht und sagt es den Jüngern. Und die Frauen, die waren auch voller Freude, sind dann losgelaufen. Und als sie losgelaufen sind, als sie auf dem Weg waren, erschien auch ihnen Jesus. Und er sagte zu ihnen, seid gegrüßt. Und die Frauen haben auch sofort verstanden, das ist Jesus, der ist wirklich auferstanden. Und sie waren auch so froh und haben ihn umarmt. Und Jesus sagte auch zu ihnen, geht zu meinen Brüdern, zu den Jüngern und sagt ihnen, dass ich auferstanden bin. Ja, und das taten die Frauen, die sind zu den Jüngern gelaufen und haben gesagt, wir haben Jesus gesehen, er lebt wirklich. Ja, Jesus ist auch noch anderen Leuten begegnet, unter anderem auch zwei von seinen Jüngern sozusagen, also diejenigen, die ihm nachgefolgt sind. Diejenigen, die auch ziemlich eng mit ihm waren und die ihn auch sehr gut kannten. Und ja, das waren zwei, die waren wahrscheinlich mit den anderen Jüngern auch zusammen gewesen. Ja, die waren ja ziemlich verängstet, denn Jesus ist gestorben, also der Mensch, auf den die gehofft haben, dass Jesus alles neu machen wird, dass Jesus die Juden sozusagen von der Unterdrückung befreien würde, ja, dass alles wieder gut werden würde. Und jetzt war Jesus tot und jetzt war die ganze Hoffnung sozusagen auch mitgestorben. Und ja, die waren halt ziemlich traurig, ziemlich verängstet. Naja, und die zwei sind dann eben losgelaufen. Die wollten nämlich in eine andere Stadt. Die waren ein paar Kilometer weiter nach Emmaus. Und die sind dann zusammen losgelaufen und haben sich über die ganzen Ereignisse unterhalten, haben gesagt, wie schrecklich traurig es doch ist, dass Jesus gestorben ist, sodass die ganze Hoffnung nicht mehr da ist. Während sie so gingen, begegnete ihnen dann auch noch ein anderer. Und sie wussten gar nicht, dass es Jesus war. Und ja, Jesus fragte sie, worüber unterhaltet ihr euch? Warum seid ihr so traurig? Und die zwei, die sagten ihm, wie, bist du der Einzige hier, der nicht weiß, was passiert ist in den letzten Tagen? Das kann doch nicht sein. Ja, und die haben gesagt, ja, komm dann mit uns mit und ja, wir erzählen dir alles. So sind die dann zu dritt dann gegangen. Und die haben ihm alles erzählt, was sich so zugetragen hatte, ja. Und Jesus wusste doch das alles. Er war ja selbst daran beteiligt, ja. Ja, und als sie dann so zusammen unterwegs waren, da erzählten sie ihm einfach alles. Und Jesus aber, er sagte dann aber auch zu ihnen, ja, wisst ihr nicht,
Kennt ihr nicht die alten Propheten? Und Jesus fing an und legte ihnen sozusagen die Schrift aus. Ja, die alten Propheten, die Weissagungen, alles, was darin stand. Ja, und wie gesagt, öffnete ihnen sozusagen die Schrift. Und die zwei Jünger, die waren ganz begeistert davon. Und als sie dann schon in der Stadt angekommen sind, in Emmaus, da haben die gesagt, komm, bleib bei uns, denn es wird jetzt Abend. Und komm, bleib doch bei uns und ess mit uns. Und ja, Jesus ist dann mit ihnen dann auch geblieben, hat mit ihnen dann auch gegessen. Und als er das Brot nahm und dann brach, er segnete das Brot und brach es, da erkannten dann die Jünger, dass das Jesus war. Und plötzlich verschwand Jesus vor ihren Augen. Und dann sagten sie, das war Jesus. Hat nicht unser Herz gebrannt, als er uns das alles erzählt hat? Und wisst ihr, diese zwei, die sind noch sofort in der gleichen Stunde aufgestanden und wieder zurück nach Jerusalem gelaufen zu den Jüngern und haben ihnen erzählt, Jesus ist uns auch begegnet. Jesus ist wirklich auferstanden. Er lebt. Es stimmt alles, was er gesagt hat. Ja, so begegnete Jesus einigen Menschen. Auch dann später seinen ganzen Jüngern, die erst so ungläubig gewesen waren. Von den Frauen war Maria Magdalena die erste, die Jesus begegnete. Von den Männern war es aber Petrus gewesen. Und hört einmal selbst, was Petrus selbst sagt, wie die Begegnung mit Jesus ihn veränderte. Bestimmt kennen mich die meisten. Mein Name ist Simon Petrus. Mein Bruder ist Andreas und wir beide sind Fischer. Auch unser Vater Johannes war schon Fischer. Wir kommen aus Bethsaida. Das liegt am See Genezareth. Vor längerer Zeit hatte mich mein Bruder Andreas mit einem Mann namens Jesus bekannt gemacht. Und das ist so passiert. Wir hatten eine ganze Nacht erfolglos gefischt. Nichts gefangen. Da sagte uns Jesus, wir sollten es nochmals probieren. Und das mitten am hellen Tag, wo man doch sowieso keine Fische fängt. Wir kannten uns doch aus, schließlich waren wir selber Fischer. Aber wir taten es. Und die Netze waren plötzlich so voll. Und das hat mich sehr beeindruckt. Dieser Jesus ist jemand Besonderes. Ich war richtig begeistert von Jesus. Mein Bruder und ich sind ihm ab diesem Zeitpunkt nachgefolgt. Eines Tages, als wir mit dem Schiff in einem Sturm kamen, hatten wir alle große Angst. Jesus war nicht bei uns und es stürmte wirklich sehr schlimm. Doch plötzlich kam uns auf dem Wasser eine Gestalt entgegen. Zuerst dachten wir, es wäre ein Gespenst. Aber als er mit uns redete, erkannten wir, dass es Jesus war. Ich rief ihm zu: Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er hat mich gerufen und ich bin dann auf dem Wasser zu ihm gegangen. Doch dann schaute ich auf die hohen Wellen, begann zu sinken und schrie laut: Herr, hilf mir! Sofort hat mich Jesus gepackt und rausgezogen. Damals und ganz besonders kurze Zeit später erkannte ich, dass Jesus Gottes Sohn ist. Er hat mir den Namen Fels gegeben, was auf Griechisch Petrus heißt. Mit Begeisterung und viel Energie und von ganzem Herzen folgte ich Jesus nach. Aber mit zu schnellem Reden und Handeln habe ich mich dann einige Male doch daneben benommen. Als Jesus uns einmal sagte, dass er bald von uns gehen müsse, habe ich ihm widersprochen. Da hat mich Jesus aufgefordert, nicht auf mein menschliches Herz, sondern auf Gott zu hören. Ihr seht, manchmal war ich ein feuriger Jünger und im nächsten Moment habe ich wieder total versagt. Am letzten Abend, den Jesus mit uns verbrachte, sagte ich mutig: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und sogar in den Tod zu gehen. Aber er sprach: Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute dreimal krähen und dann wirst du mich verleugnen.
Er hat mir damit gesagt, dass ich ihn noch vor dem ersten Hahnschrei verraten würde. Das habe ich nicht verstanden. Das würde ich doch niemals machen. Als er uns Jünger etwas später im Garten Gethsemane aufforderte, mit ihm zu beten, schliefen wir ein. Ich merkte, dass ich zwar wach bleiben wollte, aber ich konnte nicht. Dann kamen Männer, um Jesus zu verhaften. Jetzt konnte ich beweisen, dass ich mich für ihn einsetzen wollte. Ich nahm ein Schwert und schlug dem Knecht des Hohepriesters das rechte Ohr ab. Aber Jesus lief sofort zu dem Verletzten und heilte ihn. Danach ließ er sich verhaften. Das wäre doch die Gelegenheit gewesen, die himmlischen Herrscharen einzusetzen. Aber nein, Jesus dachte einfach anders als ich. Von weitem habe ich dann beobachtet, wie sie Jesus ins Haus des Hohepriesters führten. Ich ging näher und kam in den Vorhof. Am Lagerfeuer zeigte eine Frau auf mich und sagte, der war auch mit Jesus. Schnell sagte ich zu der Frau, Frau, ich kenne ihn nicht. Nach einer kleinen Weile sagte ein anderer, du bist doch auch einer von denen. Ich wehrte mich sofort und sagte zu dem Mann, nein, ich bin's nicht. Nach etwa einer Stunde sagte dann noch jemand zum dritten Mal, ja, dieser war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Ich begann sofort zu schwören und sagen, nein, ich weiß nicht, ich kenne diesen Mann nicht. Da krähte der Hahn und in diesem Moment sah mich Jesus an. Sofort dachte ich daran, wie er zu mir gesagt hat, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Ich bin rausgerannt und musste schrecklich weinen. Schon wieder hatte ich versagt. Ich wollte so viel tun für Jesus und trotzdem habe ich so viel falsch gemacht. Ich war einfach am Boden zerstört. Kurze Zeit später haben sie Jesus dann gekreuzigt. Jesus sagt uns zwar immer wieder, dass er das tun müsse als Opfer für die Sünden der Menschen, aber als es passiert ist, habe ich es doch nicht verstanden. Als am Ostermorgen die Frauen uns Jüngern erzählten, dass das Grab leer sei und ihnen Engel erschienen sind, hielten es die meisten von uns für leeres Geschwätz. Aber ich wollte mich selbst davon überzeugen und ging mit Johannes zum Grab. Und tatsächlich, es war leer. Noch am selben Abend erschien uns sogar Jesus. Danach gingen wir nach Galiläa. Nachdem wir eine Zeit lang nichts mehr von Jesus gehört hatten und nicht so recht wussten, was wir tun sollten, fingen wir wieder an zu fischen. Doch wir waren wieder mal erfolglos. Ein Mann am Ufer gab uns dann den Rat, es nochmal zu versuchen. Und wir gehorchten und wir fingen viele Fische. Johannes sagte zu mir, das ist doch der Herr. Ganz ehrlich, ich hätte selber darauf kommen müssen. Es war wie das erste Mal, als wir auch selber Fische fangen wollten. Als ich verstanden hatte, dass es Jesus ist, sprang ich sofort ins Wasser und schwamm ihm voller Freude entgegen. Die anderen Jünger schleppten das Netz mit den Fischen an das Land. Es war mit 153 Fischen prallvoll gefüllt. Und trotzdem ist das Netz nicht zerrissen. Jesus hatte schon Feuer gemacht und wir aßen Frühstück zusammen. Ja, Jesus kümmerte sich um uns, obwohl wir ihn im Stich gelassen hatten und obwohl ich selber ihn sogar verleugnet hatte. Jesus wandte sich zu mir und fragte mich, hast du mich lieb? Keine Vorwürfe, auch keine Kritik, nur diese eine Frage, die er mir dreimal stellte. Hast du mich lieb? Diese Frage hatte mich zutiefst getroffen. Jesus wollte wissen, ob ich ihn von Herzen lieb habe. Da habe ich begriffen. Jesus nimmt mich als fehlbaren, sündigen Menschen an und vergibt mir. Ich darf mit ihm neu beginnen. Und er hat mich ausgesucht und berufen, von ihm zu erzählen.
Und noch etwas habe ich verstanden. Immer wenn ich mich auf mich selber, meinen Verstand und meine Gefühle verlassen hatte, gab es Probleme. Wenn ich aber das gemacht habe, was Jesus sagte, dann war es gut. Jesus hatte versprochen, immer bei uns zu sein und uns in jeder Lage zu helfen. Und das war auch wirklich so. Ja, Jesus ist mächtig auferstanden und er lebt. Er lebt heute noch und er ist heute da. Wir dürfen das auch heute erleben und auch glauben. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie? Und wisst ihr was? Ich habe euch hier mal einen Vers mitgebracht aus der Bibel. In der Bibel steht, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Und wisst ihr, wer das gesagt hat? Das war Jesus selbst. Er hat es selbst zu den Jüngern gesagt. Und wisst ihr, genau das dürfen wir auch heute glauben. Wir dürfen glauben, dass Jesus bei uns ist. Jeden Tag bis an das Ende der Welt. Und die Frage stellt sich ja, wie kann jemand bei uns sein? Derjenige muss natürlich leben, ja? Und wenn ich euch jetzt zum Beispiel sagen würde, ich selbst bin bei euch, stimmt das? Nein, das kann gar nicht stimmen, denn ich kann nur an einem Ort sein, ich bin jetzt hier. Aber wenn jemand bei euch ist, dann ist er immer da. Und Jesus ist derjenige, der immer da ist, dem wir immer alles sagen können. Der ist bei mir, er ist auch bei dir. Und er ist überall. Und wir dürfen ihm alles sagen, wir dürfen ihm alle unsere Probleme sagen und zu ihm beten und er hört uns. Und das dürfen wir auch glauben, dass er bei uns ist, jeden Tag. So, liebe Kinder, wir haben jetzt gesehen, was sich am Auferstehungstag zugetragen hat, wie Jesus den Jüngern begegnet ist, wem er so begegnet ist. Ja, und bevor wir jetzt einfach noch den Abschluss machen, beten wir jetzt einfach noch zusammen. Lieber Heiland, ich danke dir für die Kinderstunde. Ich danke dir, Herr Jesus, für dein siegreiches Auferstehen. Ich danke dir ganz besonders, dass du verheißen hast, immer bei uns zu sein. Ich danke dir, dass wir das glauben dürfen und ja, dass du immer mit uns bist, dass du uns helfen möchtest in jeder Lage, in der wir sind. Danke für deine Liebe zu uns und ja, bitte segne uns weiterhin. Bitte sei mit uns. Amen. Liebe Kinder, ich wünsche euch, dass ihr diese Freude, die die Jünger erlebt haben, die die Frauen erlebt haben, also denjenigen, denen Jesus begegnet ist, dass die sich so gefreut haben, dass ihr diese Freude auch mitnehmen könnt, heute, ganz besonders an diesem Tag. Und dass die Freude aber nicht nur heute ist, sondern auch bleibt, ja, weil ihr auch wisst, dass Jesus immer für euch da ist. Und Jesus ist auferstanden für jeden von uns, für alle Menschen und auch für dich persönlich. Und das dürfen wir glauben und daran dürfen wir heute ganz besonders denken. Zum Schluss werden wir einfach noch ein Lied einblenden und da könnt ihr auch gerne mitsingen. Und ansonsten wünsche ich euch heute einen ganz besonders gesegneten Tag, viel Freude und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Kommt und singt.